Hi Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es von mir einen XXL DM Haul. Und zwar war ich vor etwa einer Woche bei DM und habe wieder etliche Dinge gekauft. Ich habe sie mir seitdem auch nicht mehr angeschaut, weil ich mache das immer so. Ich darf die erst dann benutzen, wenn ich euch das Video auch gezeigt habe. Deswegen ist es für mich jetzt auch noch so, an einige Dinge kann ich mich erinnern, die ich gekauft habe, aber viel auch nicht. Das heißt, es wird jetzt für mich auch eine kleine Überraschung sein, was jetzt in diesem Korb hier drin ist. Ich greife jetzt mal einfach rein und stelle euch dann die Produkte vor. Und zwar ist das erste Produkt von No Cosmetics eine 120 Stunden Feuchtigkeitscreme. Also von No Cosmetics hatte ich bis jetzt nur zwei Produkte. Und zwar hatte ich von derselben Serie das Feuchtigkeitsserum. Das ist ja so ein richtig flüssiges, das fühlt sich eher an wie Wasser. Und ich wollte mir dazu halt auch die Tagescreme nehmen, weil ich davon wirklich sehr, sehr viel Gutes gehört habe. Und bin wirklich gespannt, wie sie ist. Ich kann euch jetzt nichts dazu sagen, wie sie funktioniert. Ich werde dazu nochmal ein separates Video hochladen, wenn ich die Produkte aufgebraucht habe. Und werde euch dann ein Feedback geben. Jedenfalls soll diese Creme 120 Stunden Feuchtigkeit spenden. Ich bin mal gespannt, ob sie hält, was es verspricht. Ich benutze nämlich sehr, sehr gerne so Hyaluroncreme für den Tag, also für den Alltag. Finde ich Hyaluron immer am besten, Retinol oder so eher abends. Aber Feuchtigkeit so über den Tag verteilt ist schon sehr, sehr wichtig. Ich habe hier jetzt mal so ein bisschen was von der Creme aufgetragen. Die fühlt sich so gelartig an, also so richtig weich. Also fühlt sich sehr gut an. Ich bin mal gespannt, ob sie wirklich so gut ist, wie alle drüber sprechen. Okay, die fühlt sich wirklich gut an. Okay. Ich sehe gerade, dass ich mir jetzt das Serum gekauft habe. Ich habe zuvor nämlich gesagt, dass ich das Serum bereits zu Hause habe. Allerdings ist es der Hydrator. Und das ist jetzt das Serum, was man über Nacht auftragen sollte. Das hier ist das Serum. Das kommt mit so einer Pipette. Kurz zu den Inhaltsstoffen. Also das besteht aus Niacinamide. Und soll das Hautbild perfektionieren. Ich bin gespannt. Also auch hier, wie zuvor, auch von derselben Reihe. Da gibt es ja verschiedene Reihen von No Cosmetics. Ich habe aber bisher noch keine weitere getestet, weil ich immer eine andere Gesichtspflege verwendet habe. Aber ich liebe es, Sachen auszuprobieren. Kurz hier zu der Konsistenz. Die ist auch ziemlich wässrig. Ich glaube, das verläuft auch. Aber sie fühlt sich sehr gut an. Also auch extrem feuchtigkeitsspendend. Ich muss sagen, ich freue mich schon drauf, wenn ich das ausprobieren kann. Ich habe gerade gelesen, dass man diese Tropfen entweder so aufs Gesicht tun kann oder mit der Lieblingscreme, die man sonst auch immer verwendet, vermischen kann. Die Marke ist übrigens zu 100% vegan und das Fläschchen ist aus Glas, aus recycelbarem Glas. Also auf der Rückseite steht, dass es ein Komplex aus Reis und Algenextrakt ist. Und nach 28 Tagen verspricht es ein verbessertes Hautbild. Als nächstes habe ich Gesichtswasser. Und zwar das von Alverde, das Bio-Rosenwasser. Das habe ich in meinem letzten Haul, glaube ich, auch schon vorgestellt. Das ist eine ganz gute Alternative zu dem Rosenz-Rosenwasser. Es ist halt deutlich günstiger. Es kostet, glaube ich, im Vergleich nur 3 Euro in etwa zu 14, 15. Und dann einmal das von Balea. Das hatte ich jetzt auch mehrfach bei anderen Influencern gesehen, die das vorgestellt haben. Und zwar ist es so ein Feuchtigkeitsspendendes, das soll sehr, sehr gut sein für normale und Mischhaut. Das riecht auch angenehm, also es riecht irgendwie so wie die typischen Sensitive Balea Sachen. Das besteht aus Aloe Vera, da bin ich mal gespannt. Also ich benutze Gesichtswasser ganz gerne mal nach dem Abschminken. Mache ich gerne nochmal mit einem Wattepad ein bisschen Gesichtswasser drauf und wirklich alles Überschüssige an Make-up dann zu entfernen. Also ich finde das immer ganz gut, wenn ich halt wirklich mal ein Full-Face-Make-up oder sowas gemacht habe. Oder im Sommer beispielsweise, wenn ich nicht geschminkt bin und einfach nur mal mein Gesicht auffrischen möchte, dann mache ich das auch ganz gerne mal mit Gesichtswasser. Was ich auch immer wieder mitnehme bei DM ist das Micellenwasser. Und zwar bin ich da auch immer offen für neue Sorten. Jetzt habe ich mal Kaktusfeige mitgenommen. Ich finde die auch immer ganz gut. Also das kann man ja auch als Make-up-Entferner und sowas benutzen. Mache ich in der Regel auch. Also wenn ich wirklich viel Augen-Make-up habe oder so, dann mache ich das manchmal auch schon, dass ich das erst mit so einem Micellenwasser mache und dann nochmal richtig ausspüle. Was ich mir endlich mal nach 100 Jahren wieder gekauft habe, ist Augen-Make-up-Entferner. Und zwar ist es eins, was auch wasserfeste Schminke entfernt. Letztens hatte ich nämlich mal wasserfeste Wimperntusche benutzt, seit langem wieder, und hatte dann das Problem, dass ich die nicht mehr abbekommen habe. Weil da kann man ja wirklich mit Make-up-Entferner schrubben, wie man möchte. Man reibt sich eher alle Wimpern ab, als irgendwie, dass man das entfernt. Deswegen habe ich mir das mal gegönnt. Das habe ich vor vielen Jahren schon mal verwendet und war damit auch immer zufrieden. Und ja, dazu gibt es halt nicht viel zu sagen. Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen, vor allem für den kleinen Preis. Dann kommen wir zu den Pinseln. Auf die freue ich mich schon so lange. Ich wollte die heute richtig gerne benutzen, als ich mich geschminkt habe. Aber ich dachte, nein,
Ich will euch das erst so präsentieren. Und zwar habe ich mir drei verschiedene Pinsel gekauft. Einmal einen Puderpinsel, einen Präzisions-Make-up-Pinsel und einen Concealer-Pinsel. Ich zeige euch die mal nacheinander. Also ich habe jetzt mal zu günstigen Alternativen gegriffen. Und zwar sind das die von Ebelin von DM. Ich habe von Ebelin bereits einen Puderpinsel gehabt und war mit dem echt zufrieden. Also ich habe den wirklich jahrelang benutzt. Der funktioniert auch immer noch. Aber ihr kennt das ja, wenn die irgendwann mal so alt sind, möchte man auch mal einen neuen haben. Ich habe halt für meine Lidschatten beispielsweise welche von Murphy, ja, Murphy, mit denen ich sehr zufrieden bin. Aber ich wollte jetzt nicht so viel Geld ausgeben und dachte mir, ich teste jetzt mal die weiteren von Valea aus. Ich finde, die fühlen sich halt immer ganz gut an. Die bestehen jetzt zum Beispiel aus Synthetika, haben wohl eine antibakterielle Wirksamkeit. So sieht der Pinsel aus. Der fühlt sich richtig gut an. Oh, ich liebe neue Pinsel. Ich freue mich schon. Das ist jetzt so ein Make-up-Pinsel. Der ist abgeschrägt und deswegen kann man den auch zum Konturieren gut nehmen. Ich benutze normalerweise für mein Make-up immer nur so ein Make-up-Ei und bin damit auch extrem zufrieden gewesen. Allerdings schluckt ein Make-up-Ei extrem viel Foundation, aber richtig, weil die zieht das ja, die saugt das ja alles auf. Also ich mache das zwar schon so, dass ich mein Make-up-Ei in so einem Küchenkrepp halt ausbringe sozusagen, aber ich wollte mal versuchen, meine Foundation erst mit diesem Pinselchen aufzutragen und dann mit dem Make-up-Ei einzuarbeiten und bin gespannt, wie es funktioniert. Also der fühlt sich auch so weich an. Kommen wir zu den letzten Pinseln. Das ist der Concealer-Pinsel. Der ist auch hier so abgeschrägt und ich habe bisher noch nie einen Concealer-Pinsel benutzt. Concealer trage ich in der Regel auch immer mit dem Make-up-Schwämmchen auf, aber ich habe so ein Hack gesehen und es heißt, wenn man den mit einem Pinsel aufträgt und dann mit dem Ei einarbeitet, beziehungsweise nur mit dem Pinsel aufträgt, soll wohl der Concealer sich nicht so absetzen in die Falten. Und ich bin gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich werde das mal ausprobieren. Dann habe ich mir wie immer mal so ein paar Gesichtsmasken gekauft. Da nehme ich immer irgendwie was mit, wenn ich mal bei DM bin. Ich habe jetzt welche von Garnier und Schabens und Balea. Jetzt habe ich mal einfach eine intensiv spendende Maske. Also ich nehme meistens die mit viel Feuchtigkeit, also mit Hyaluron. Die hat noch Granatapfelextrakt und hier habe ich noch mal eine mit Hyaluron und Aloe Vera. Also die benutze ich ganz gern mal. Also ich mache das schon so, dass ich das irgendwie einmal die Woche oder so aufs Gesicht lege, weil ich das Gefühl habe, dass danach die Haut immer so richtig schön feucht ist und die dankt einem das schon. Hier noch mal eine von Schabens. Auch wieder mit Hyaluron. Bei den Gesichtsmasken bin ich auch wirklich eigentlich immer offen für alles. Ich nehme meistens welche mit Hyaluron. Aber wenn mal so ein neues Mäskchen da ist, was ich noch nicht kenne, oder so eine Limited Edition, nehme ich die auch ganz gerne mal mit, wie die hier jetzt beispielsweise. Das ist jetzt eine Maske mit Himbeer- und Blaubeerextrakten. Spendet auch wohl viel Feuchtigkeit mit märchenhaftem Duft. Ich bin mal gespannt, wie sie riecht. Ich finde das bei Balea teilweise total knuffig. Manchmal haben die so Masken, da ist auch teilweise dann irgendwie was abgebildet, beispielsweise irgendwie so eine Löwenmaske oder so. Die finde ich halt immer ganz knuffig. Ich glaube, dass das jetzt aber eine einfache ist, also ohne irgendwie was drauf gedruckt. Ich habe gerade noch was gefunden. Daran konnte ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Oh mein Gott, ich freue mich voll. Und zwar habe ich das hier noch mitgenommen. Von No Cosmetics. Das habe ich wirklich komplett vergessen. Das ist übrigens ein Retinol Roll-On Stift für die Augen. So sieht das Fläschchen aus. Und es hat hier so eine Starrkugel. Die wirken ja immer extrem kühlend. Also ich sag mal, wenn man morgens zum Beispiel dicke Augenringe hat oder so, wirkt das halt so ein bisschen erfrischend und abschwellend. Habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt mit so einem Roller, aber ich mag das eigentlich total gerne. Gerade wenn man halt, wie gesagt, angeschwollene Augenlider hat. Übrigens sind die Produkte, beziehungsweise diese Serie ist hier zumindest parfümfrei. Ich weiß nicht, ob die anderen auch parfümfrei sind. Ich habe mal nachgelesen, also man soll es auftragen und dann sanft mit den Fingern einklopfen. Retinol polstert ja so Fältchen auf. Also so ganz kleine Fältchen soll es aufpolstern. Kann dir nicht schaden, da gerade die Augenpartie immer sehr schnell davon betroffen ist. Also vor allem, meistens liegt es übrigens an der Feuchtigkeit. Also ich habe mal die Erfahrung gehabt, dass ich eine Zeit lang wirklich, keine Ahnung, monatelang keine Augencreme benutzt habe. Und ich hatte dann wirklich so hier gerade hier hinten so leichte Fältchen. Also gerade so, wenn man gelacht hat. Und habe dann gelesen, dass das oft an Feuchtigkeit liegt. Also wenn man zum Beispiel wenig trinkt und dann noch wenig Feuchtigkeitscreme benutzt oder so. Und das habe ich dann halt geändert. Ich habe wirklich sehr, sehr viel am Tag getrunken, habe dann die Feuchtigkeitscreme benutzt, beziehungsweise eine Augencreme. Und wirklich, ich sehe einen Unterschied. Es ist deutlich zu erkennen, dass es zurückgegangen ist. Kann auch, also ich finde nicht, dass es Einbildung ist, weil ich halt wirklich auch einen Unterschied sehe. Also bei No Cosmetics gibt es hinten immer
so ein Zettelchen, was man rausziehen kann. Und da wird halt ganz genau erklärt, wofür das Produkt geeignet ist und woraus es besteht. Hier steht als Tipp bei, dass man das Produkt gerne mal im Kühlschrank aufbewahren kann, damit man einen extra frische Kick hat. Dann habe ich das Produkt noch mitgenommen. Das hatte mich irgendwie so angelächelt. Das ist von Balea auch eine Augenpflege. Also dieses Produkt enthält Koffein und Vitamin C und soll auch besonders bei dunklen Augenringen entgegenhelfen. Es ist ebenfalls parfümfrei und für normale Haut geeignet. Eine sehr feste Konsistenz, also anders als das von No Cosmetics, wird allerdings dann auch gelartig und lässt sich super gut verstreichen. Meine linke Hand ist gleich ultra gepflegt, so oft wie ich hier jetzt schon Produkte drauf geschmiert habe. Also lässt sich wirklich gut verstreichen. Ich habe bei Augencreme leider oft das Problem gehabt, dass sich das Produkt dann irgendwie abreibt und dann so Krümelchen entstehen. Also kennt ihr ja sicherlich, wenn ihr euch eincremt und danach irgendwie Make-up oder Puder oder so verwendet, dass sich das dann so abreibt. Ich hoffe, dass es das bei den Produkten nicht so ist. Das ist auch der Grund, warum ich oft Augencreme abends verwende, weil ich bis jetzt irgendwie nur nicht so das Passende für mich gefunden habe, was ich auch unter Make-up tragen konnte. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass zumindest vielleicht bei dem könnte ich mir vorstellen, weil es halt sehr, sehr flüssig ist. Naja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ihr kriegt auf jeden Fall von mir ein Feedback. Ich habe noch was gefunden. Wie gesagt, sorry, ich weiß nicht mehr, was ich eingekauft habe. Das ist nochmal so ein Augenstift von Balea. Und zwar habe ich den, glaube ich, gekauft, weil ich den Vergleich haben wollte zwischen dem Roll-On und dem Roll-On. Das ist jetzt auch einer mit Hyaluronsäure. Eigenextrakt mit kühlender Massagekugel. Das ist doch eigentlich ganz clever sogar, weil dann können wir mal testen, ob sich der Preis bei No Cosmetics lohnt. Ich meine, gut, bei No Cosmetics ist jetzt auch Retinol drin, bei dem jetzt nicht, ist vielleicht auch ein, ja, vielleicht nicht so fairer Vergleich, aber naja, mal schauen, wie es so auf der Haut wirkt. Den kenne ich übrigens bereits, den hatte ich schon mal vor einigen Jahren. Hat halt hier auch so ein Kügelchen aus Metall. Lässt sich auch ganz gut verstreichen. Dann habe ich mir nochmal das Waschgel gekauft von Balea. Das ist ein sensitives Waschgel. Damit bin ich sehr zufrieden. Das benutze ich für die tägliche Reinigung und kann es wirklich jedem empfehlen. Gerade den Leuten, die halt eine empfindliche Haut haben. Ist aber auch für Mischhaut geeignet. Ich habe beispielsweise Mischhaut und komme damit super zurecht. Dann habe ich mir Rasiergel mitgenommen. Ich habe jetzt hier einfach das For Men genommen von Balea. Ein sensitives. Und bin damit zufrieden. Ich benutze übrigens immer nur Rasiergel. Ich komme damit irgendwie besser zurecht als mit Rasierschaum. Ich finde, das lässt sich einfach besser verteilen. Ich möchte übrigens in dem Zusammenhang sagen, ich benutze jetzt den Lumiere schon seit einiger Zeit und boah, ich liebe dieses Gerät. Wirklich. Es ist unglaublich. Ich rasiere meine Achseln. Normalerweise habe ich sie immer jeden Tag rasiert. Jeden Tag. Also, die sind halt, also ich hatte sofort immer Stoppeln. Und inzwischen habe ich nach einer Woche wirklich vielleicht mal so zwei, drei Härchen, die da irgendwo nachwachsen. Aber ansonsten an den Achseln nichts. Wenn einer das Geld zur Verfügung hat und Interesse daran hat, investiert das Geld darin. Es funktioniert so, so gut, wirklich jetzt. An den Armen wachsen fast gar keine Haare mehr nach. An den Beinen habe ich auch hier und da vielleicht mal so ein Härchen. Überwiegend auch da, wo ich vielleicht das Gerät nicht richtig angewandt habe oder die Stellen, die ich ausgelassen habe. Aber es funktioniert wirklich verdammt gut. Das Gerät ist top. Ich verlinke euch einfach mal mein Video oben in der Infobox, beziehungsweise ich verlinke euch das, glaube ich, in dem Video einfach mal irgendwo, dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Da erkläre ich euch ein bisschen was dazu. Also guckt es euch wirklich unbedingt an. Ich kann es jedem empfehlen. Dann sehe ich, habe ich mir einen Handschuh gekauft. Es ist ein Handschuh, um Selbstbräune aufzutragen. So sieht das aus. Es fühlt sich hier total weich an, wie so ein Fell irgendwie. Ich bin mal gespannt, ob das gut funktioniert. Angeblich soll übrigens das Ergebnis dadurch auch gleichmäßiger sein. Ich hoffe, dass das auch der Fall ist, weil ich habe oft das Problem, dass ich Selbstbräune halt in sowas wie Kniekehlen immer ganz schön absetze oder am Knöchel. So an den Partien sieht es halt immer wirklich etwas blöd aus. Auf dieses Baby bin ich schon richtig gespannt. Und zwar ist es ein Rouge, ein Liquid Blush von der Marke Maybelline in der Farbe Rose Flash 20. Ich muss ja sagen, dass ich seit jeher immer Puder Blush benutze. Aber ich finde, Liquid Blush ist total schön. Habe bis jetzt aber auch, glaube ich, nur also nur von Shein habe ich mal welche bestellt. Ich glaube, zwei Stück habe ich von denen. Die finde ich auch richtig, richtig toll. Aber ich hatte halt kein anderes und ich wollte unbedingt mal ein neues ausprobieren. Also ich liebäugle ja schon seit Wochen mit dem Charlotte Tilbury Blush und mit dem Contour-Stick. Da kann ich mich aber noch nicht zu überwinden, den zu kaufen, weil der auch so teuer ist. Und irgendwie bin ich da echt geizig zu. Ich glaube, der kostet ja
30, 40 Euro oder so. Natürlich sind diese Sachen auch total langlebig und so, deswegen, ich glaube, da greife ich auch nochmal zu. Aber als erstes wollte ich den hier mal ausprobieren, weil der natürlich deutlich günstiger ist. Da gab es, glaube ich, vier verschiedene Farben. Ich bin mal gespannt, wie sich das halt so verhält, weil ich habe oft das Problem bei so Liquid Blushes, dass die, oder generell mit Liquid Contour-Sticks, dass sich das auch viel abreibt irgendwie. Also ich habe da noch nicht so wirklich das Passende für mich gefunden. Das ist jetzt der Ton. Das ist halt so ein zartes Rosa und das fand ich ganz schön, weil das ist so ein, ich würde sagen, so ein, ja, so ein ganz zartes Rosa. Ich fand das halt extrem angenehm. Die hatten auch so einen starken Pinkton und ich meine so einen bräunlicheren Ton. Aber da gab es nur noch ein Stück und ich hasse es, das letzte Produkt zu nehmen. Deswegen habe ich dann das hier genommen. Also ich bin vor allem gespannt, ob sich das Produkt halt gut verteilen lässt oder ob es dann fleckig wird, weil das habe ich nämlich oft das Problem, dass so flüssige Produkte fleckig bei mir werden. Kann natürlich auch an dem Untergrund liegen, also bedeutet, je nachdem, wie ich die Base mache, kann es natürlich auch sehr stark davon abhängen. Also so sieht es gerade auf dem Handrücken aus. Ich muss sagen, ich habe ja diverse Handcremes jetzt gerade, nicht Handcremes, ich habe gerade diverse Gesichtscremes und Augencremes auf meinem Handrücken verteilt und ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Es ist ultra fleckig, kann aber natürlich auch an den 100 Produkten liegen, die ich gerade aufgetragen habe. Ich hoffe, dass das im Gesicht nicht so ist. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich schon komplett fix und fertig geschminkt hat und dann mit dem Blush alles verkackt. Dann habe ich wie immer auch Lippenpflege mitgenommen. Blistex, das hatte ich auch in meinem letzten Video schon vorgestellt, die nehme ich für den täglichen Bedarf. Ich habe da aber auch noch einen heißen Tipp in meinem letzten Video. Für den Notfall, wenn man mal wirklich total rissige und trockene Lippen hat, da könnt ihr gerne auch mal reinklicken. Da gebe ich euch auch auf jeden Fall mal so Tipps und Tricks. Und den nehme ich auch mal für den Alltag. Der riecht halt immer sehr gut und deswegen wechsle ich da halt immer zwischen dem vom Blistex und dem vom Baby. Ach, noch eins. Wow. Dann kommen wir zu einem Produkt, was ich auch immer wieder kaufe. Und zwar ist es der Maybelline New York Fit Me Concealer. Ich habe jetzt hier die Farbe 16. Ich habe da aber diverse Farben. Ich glaube, ich habe noch mal die 6 zu Hause. Der kommt halt, also der passt zu meinem Hautton halt extrem. Ich habe so einen gelben Hautunterton und da komme ich mit dieser Farbe einfach super zurecht. Ich benutze den allerdings nur so unter meinen Augen und so ein bisschen, um Highlights zu setzen, also so um hellere Stellen zu setzen und komme mit der Farbe super zurecht. Die ist auch wirklich mein Oldtime-Favorite und die verwende ich jetzt schon so lange. Ich komme mit dem halt echt gut zurecht, weil er sich nicht absetzt. Zumindest bei mir ist es nicht so. Ich habe nämlich schon diverse andere Concealer ausprobiert und da hatte ich wirklich Probleme, dass die sich extrem abgesetzt haben, dass die nachgedunkelt sind und das habe ich bei dem halt nicht. Also wenn ihr nach einem Concealer sucht, der deckend ist, aber nicht zu fest ist, dann kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Testet es mal aus. Das ist ein Beauty-Schwämmchen. Und zwar von Real Techniques. Ich habe noch viele weitere Beauty-Schwämmchen von anderen Marken. Aber ich muss sagen, dass ich den halt extrem gut finde, weil der total weich ist. Der ist so richtig fluffig und lässt sich auch sehr gut verwenden für relativ festes Make-up. Beispielsweise das von Estée Lauder, was ja wirklich sehr, sehr, sehr fest ist, finde ich den halt immer ganz gut. Weil wenn man da so ein hartes Schwämmchen hat, finde ich, lässt sich dieses Make-up halt extrem schlecht verteilen. Ich habe diesmal eins genommen mit einem Case, weil ich mir dachte, das ist auch ganz gut, wenn man das auch mal darin verstauen kann. Normalerweise fliegen die bei mir halt immer in so einem Schälchen rum. Aber ich dachte mal, für wenn man auch unterwegs ist oder so oder in den Urlaub möchte, dann kann das ja nicht schaden, wenn man sein Schwämmchen auch in so einer Verpackung behalten kann. Das war es dann auch schon mit dem Video. Das waren jetzt sehr viele Produkte, die ich euch hier gezeigt habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie sich so verhalten auf der Haut, wie sie mir gefallen, weil auch viele neue Produkte dabei sind, die ich bis jetzt noch nicht getestet habe. Da ich es liebe, Produkte auszuprobieren, würde ich mich freuen, wenn ihr mir vielleicht das ein oder andere empfehlen könntet. Dann würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Bin da auf jeden Fall offen, sei es Kosmetik, also Schminke oder Hautpflege oder. Da bin ich wirklich offen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben, einen Kommentar freuen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.